Navigiere zu wirkaufendeinauto.de in Halle. Ja, liebe Technikfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Letzte Fahrt mit meinem Tesla Model 3 SA Plus. Ich bin schon ganz traurig, auch wenn ich voraussichtlich in 3 Wochen mein neues Model 3 bekomme. Aber jetzt müssen wir erst mal sehen. Jetzt bin ich auf dem Weg zur WKDA. Jetzt müssen wir sehen, ob wir auch wirklich die 39.990 Euro für das Auto bekommen. Ich gehe mal davon aus. Und ja, einige von euch, die haben geschrieben im Kommentar, dass ich wohl noch mehr kriegen müsste eigentlich. Aber ja, mehr oder weniger geht eigentlich immer. Ich wäre mit den 40.000 Euro zufrieden. Da habe ich schon genug alles im Grunde zu meinem letzten Video gesagt. Ja, wenn ihr heute wissen wollt, wie das ausgeht, dann seid dabei. Wir fahren jetzt hin. Dort wird das Auto begutachtet. Und dann werden wir mal sehen, ob es bei dem Preis bleibt und ob ich mich dann hier beim Auto für immer abmelden muss. Ja, also bis gleich nach dem Intro. Was ich gestern gemacht habe, ich habe gestern die Sommerreifen aufs Auto gemacht, so wie ich es ja auch schon angesprochen hatte im letzten Video. Ich habe ja erst jetzt letzten Herbst neue Winterreifen gekauft und ja, die hatte ich auf die Original-Aero-Felgen von Tesla gemacht. Ich habe ja diese Nokia, die ich sehr empfehlen kann, habe ich auch schon oft gesagt. Mit dem bin ich eigentlich sehr zufrieden und ja, die waren jetzt, sag ich mal, knappes halbes Jahr alt, knappes halbes Jahr am Fahrzeug, warum soll ich die dran lassen? Zumal ich ja mit dem neuen Tesla auch nur Sommerräder bekomme. Ja, und deswegen habe ich wieder die Sommerräder drauf gemacht, die original hier drauf waren, verkauft den damit. Und dann hoffe ich mal, dass der März und auch der April vor allem keine großen winterlichen Überraschungen mehr bringt, sodass ich mit Sommerreifen das noch schaffe, dann das ganze Jahr rumzufahren, quasi bis zum nächsten Herbst. Ja, wir werden es sehen. Ich sage mal, im schlimmsten Notfall könnte ich durch die Winterreifen noch draufziehen, aber ja, gestern hat es mich schon 60 Euro gekostet, 4 komplette Reifen quasi zu wechseln. Dann wären es dann nochmal 60 Euro und dann nochmal 60 Euro, wenn dann der Sommer kommt. Und das wäre schon ein bisschen blöd. Ja, deswegen gehen wir davon aus, dass das klappt. Okay, da würde ich sagen, wir sehen uns gleich dort bei WKDA. Ja, vielleicht noch ein ganz kurzes Thema, während ich hier gemütlich fahre. Ja, ihr wisst ja alle, was jetzt los war. Ukraine, ich will es noch ganz kurz anschneiden. Und zwar natürlich nur in Bezug auf Energiekosten. Ja, wir haben nun die Situation, dass jetzt erstmal feststeht, die Bundesregierung hat entschieden, dass sie Nord Stream die Zertifizierung erstmal weglassen, also stoppen, das nicht weiter zertifizieren. Ja, und da ist die große Frage, was dann mit dem Strom wird. Denn ihr wisst ja, die Stromerzeugung ist bei uns in Deutschland hier mit an den Gaspreis gekoppelt, der wahrscheinlich stark steigen wird. Ist ja jetzt schon stark gestiegen, aus auch diversen anderen Gründen. Und da ist die Frage, lohnt es sich danach ein Elektroauto zu kaufen? Das ist natürlich echt die große Frage. Und ja, ich habe jetzt erstmal einen 2-Jahres-Vertrag bei meinem Anbieter, bei meinem Energieanbieter zu Hause. Da wird mir zumindest versprochen, dass ich 2 Jahre lang die 28 Cent bekomme. Aber natürlich ist es schon so, dass der Trend ganz deutlich nach oben zeigt, was die ganzen Preise betrifft, also Energiepreise und so. Und das ist natürlich echt extrem kontraproduktiv, was gerade Elektromobilität betrifft. Denn ich sag mal, die Leute beobachten natürlich sehr genau, zu Recht natürlich auch die Preisentwicklung. Und auch wenn der Benzin nach oben geht und der Strom nach oben geht, klar, Benzin, Diesel ist dann auch keine Alternative mehr. Aber es wird dann doch darauf hinführen, dass eben die individuelle Mobilität immer teurer wird. Und ich weiß, einige von euch, die sagen, na ja, das muss sowieso eigentlich weg. Wir müssen weg von dieser individuellen Mobilität. Aber ich sag mal, ihr wisst ja selber, wie der ÖPNV hier in unserem Land aufgestellt ist. Und ja, da ist noch sehr viel zu tun. Da wird ja auch viel abgebaut und so. Und das wird jetzt, sage ich mal, eine extrem schwierige Zeit, die auf uns alle hier drauf zukommt. Aber es ist alles nichts. Wir müssen sehen, wie wir da am besten durchkommen. Und naja, ich meine, da hat man zumindest den Vorteil, dass hier im Sommer das Fahrzeug zumindest extrem sparsam ist. Übrigens, apropos extrem sparsam, wir haben heute den ersten Tag, wo ja 12 Grad sind. Und ich habe mal geschaut, meine letzte Fahrt, wenn man das hier noch sieht. Ja, im Moment nicht, aber jetzt bin ich hier bei, also die letzten 58 Kilometer stehen hier 14,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und als ich vorhin reinguckte, ich bin jetzt erst kurz wieder losgefahren, stand ich bei 12. Ja, also man sieht, sobald es warm wird, gehen die Verbräuche extrem im Keller. Und ja, ich weiß, der Verbrauch hier im Display ist nicht der echte Verbrauch, aber selbst wenn wir 5 kW draufrechnen, sind wir immer noch
bei 17 kW Maximalverbrauch und das bei 12 Grad plus. Und da kann man echt nicht meckern. Und meine Heizung ist auf 21,5 Grad gestellt. Also es ist nicht so, dass ich hier im Auto friere. Das will ich auf keinen Fall. Ich sag mal, da kommen natürlich auch dem Fahrzeug diese vielen Glasscheiben und das Glasdach zugute, was ja auch das Fahrzeug mit erwärmt. Ja, das mal so noch als kleiner Hinweis. Also die Wärme kommt wieder, auch wenn es viel zu früh ist im Februar. Und der Verbrauch bei Tesla geht in den Keller. Ja, was natürlich begeisternd ist. Ja, ganz wichtig, zwei Sachen, die ihr nicht vergessen dürft. Ihr müsst natürlich das Auto vorher ausräumen, das ist ganz klar. Ich habe das gemacht und es ist echt Wahnsinn, wie viel sich hier im Auto in nur einem Jahr ansammelt. Das Fahrzeug ist ja 11 Monate alt, das ist echt Wahnsinn. Ich habe im Grunde zwei Beutel voll aus dem Auto rausgeholt. Also hier aus der Mittelkonsole, hier vordere Mittelkonsole, aus den Türen, aus dem Kofferraum, unten aus dem Fach, unterm Kofferraum, vorne aus dem Frank. Also vergesst nichts, wäre natürlich echt schade drum. Ja, das habe ich quasi komplett ausgeräumt, das ist ganz wichtig. Und was ihr nicht vergessen dürft, nach dem, was quasi habt bewerten lassen, müsst ihr euch ja abmelden hier vom Fahrzeug. Ja? Und das zeige ich euch auch, machen wir dann gemeinsam. Ihr müsst das quasi auf Werkszustand stellen, das Fahrzeug, damit ihr quasi raus seid, euer Account raus ist. Nicht, dass dann jemand damit rumfährt und dann euren Account lädt und sowas. Das soll ja nicht sein. Und das ist auch sehr wichtig. Aber das zeige ich euch nachher gleich. So, jetzt sind wir gleich da. Es ist nicht mehr weit. Ja, übrigens, hier in Halle gibt es nur eine Ankaufsstelle von WKDA. Das ist ja in Halle Trotha. Die sich ein bisschen auskennen in Halle, die wissen, wo das ist. Ihr seht es ja selber in den Adressen bei WKDA. Leicht nach rechts auf Köthener Straße abbiegen. Das nächste wäre quasi in Leipzig. Da bin ich mal echt mal gespannt. Ich sag mal so, den einzigen kleinen Mangel, den ich habe, das ist einmal immer noch die Ecke hinten im Sitz, die eingeknickt ist. Aber interessiert mich gar nicht. Ja, wenn der da was dazu sagt, würde ich sagen, ja, das ist Tesla, also habe ich auch so gekauft. Und ich habe natürlich vorne rechts und links an den beiden Alufelgen, ja, da bin ich einmal in einem Parkhaus mit dem Hinterrad an den Bordstein langgeschrammt. Das war sehr ärgerlich. Das war auch ein sehr enges Parkhaus. Ja, passiert das eben. Und das eine Mal vorne rechts am Bordstein war auch sehr ärgerlich. Ja, da habe ich quasi Schramm dran. Mal sehen, ob er was dazu sagt. Da bin ich auch mal sehr gespannt. So, wir sind pünktlich. Ich liebe es ja, wenn ein Plan funktioniert. Ja, Pünktlichkeit finde ich echt eine sehr gute Geschichte. Wir haben es 16.15 Uhr, 16.30 Uhr haben wir Termin. Also perfekt. Ja, und da steht auch schon der Transporter. Kann ich gleich drauf fahren. Ja, wer hätte das gedacht, dass ich ein zweites Mal hierher fahre? Das hätte ich mir echt nicht träumen lassen. Ja, und da sind wir da. Ach, ich bin trotzdem traurig. Ich war sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Echt. Ja, ich hoffe, mit dem neuen bin ich auch zufrieden. Halt. Man hat ja immer so ein bisschen Angst, dass man ein Montagsauto erwischt. Aber ich glaube, ob das bei Tesla gibt, weiß ich nicht. Das war kein Montagsauto und wir gehen davon aus, der dritte wird auch keiner. Ja, das mache ich erstmal aus alles und dann werden wir mal sehen, was das hier bringt heute. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, da ist er gerade lang gefahren. Aber ich glaube, ich habe zu spät eingeschaltet. Ja, ich war jetzt hier. Es ist alles ein bisschen anders, wie es letzte Mal war. Also ich damals meinen blauen, da gibt es auch ein Video dazu, könnt ihr mal reinschauen. Ich damals den blauen verkauft habe, da war es so, ich habe da einfach hergefahren, die haben sich angeguckt, haben gesagt, okay, wir bezahlen den Preis, der veranschlagt war. Ich habe den Kaufvertrag unterschrieben, bin nach Hause gefahren mit einem anderen Auto natürlich und habe dann das Geld bekommen. Es war, glaube ich, innerhalb von ein oder zwei Tagen auf dem Konto. Ja, jetzt ist es so, dass wie ich mir gesagt habe, ja, wir kaufen jeden Tag ja 6 Teslas an oder jede Woche 6 Teslas. Und es läuft jetzt ein bisschen anders. Es läuft jetzt so, Sie können den hier lassen, dann kriegen Sie den Preis, wenn Sie nichts finden, der quasi auch mir angeboten war, also diese knapp 40.000 Euro. Oder Sie nehmen den wieder mit und dann geht er an die Auktion und Sie gehen davon aus, dass der Preis nochmal steigt. Jetzt habe ich auch prinzipiell kein Problem, aber natürlich habe ich jetzt mit Überweisung an Tesla und so im Grunde alles ein bisschen geplant gehabt. Ja, ich habe mich jetzt so entschieden, ich werde ihn dann hier mit in der Auktion lassen, wenn es bei dem Preis bleibt, den sie mir jetzt hier anbieten. Das heißt, ich habe dann die Wahl, entweder steigt der Preis nochmal ein bisschen, was, glaube ich, auch jemand von euch in den Kommentaren auch mir vorgeschlagen hatte. Ja, und wenn er eben nicht steigt, dann kriege ich ihm das Geld, was veranschlagt war. Und ich kann zumindest noch 2 Tage damit auf Arbeit fahren, was ja auch einen Vorteil hat. Ja, was auch ganz interessant ist, da kam noch der Hinweis, 500 Kilometer haben sie frei dann noch für die 2 Tage. Ja, also denken wir schon, das ist nicht mal sein Auto.
Ja, okay, das mal so als Zwischenstand. Das heißt, der Kollege fährt das, macht eine Probefahrt damit und hat nochmal betont, ja, es wäre schön gewesen, wenn sie den geputzt hätten. Ja, ich meine, er ist nicht so dreckig, aber es ist auch noch nicht sauber. Aber ich meine, es hat gestern geregnet wie Sau. Ja, dann ist er mal so, wie er jetzt ist. Und ja, ist nichts zu ändern. Dann haben sie alle Angst, dass Kratzer dran sind, aber es sind keine Kratzer. Da ist ja in einem Top-Zustand. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. So, jetzt habe ich mich ins Auto verzogen. Es ist nämlich frisch draußen, auch wenn es 12 Grad heute waren. Sie sind es nur noch 11 Grad. Naja, nur noch für Februar ist es ja nicht kalt. Aber trotzdem, man steht ja im Schatten. Ein bisschen windig ist es schon kalt. Ja, ich will mal kurz was sagen. Ich habe mich kurz unterhalten mit Kollegen hier von wirkaufenauto.de, bevor das Auto dann zur Bewertung gegangen ist. Und ja, da wurde mir gesagt, dass es eben nicht mehr so ist wie früher. Also in Deutschland kauft kein Schwein, also ihre Aussage, ich kann das noch nicht verifizieren, weil das stimmt, aber in Deutschland kauft keiner ein Elektroauto gebraucht, was ich ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen kann, jetzt zumindest bei Tesla. Ich meine, klar, da kostet es nur 45.000, wenn man den jetzt kaufen würde für 40.000. Was ich aber einen guten Preis finde eigentlich für einen 11 Monate alten Tesla, damit man dann ja sofort komplett im Tesla-Universum ist, wenn man den kauft. Aber ja, hier wurde mir gesagt, ich hatte mal Angst wegen der Batterie. Ja, ob das German Angst ist, ich weiß es nicht, aber ihr wisst ja, alle, die einen Tesla fahren, wissen das ja. Eigentlich macht die Batterie überhaupt keine Probleme und die Batterie hält länger das ganze Auto. Das gibt erste Teslas, die 500.000 Kilometer hinter sich haben und deswegen ist das nicht ganz nachvollziehen. Ja, vielleicht kann man sagen, gut, 40.000 für einen 11 Monate alt ist noch zu teuer. Aber man darf auch nicht vergessen, die Preise sind auch nur so hoch, weil ja eben das Auto in die nordischen Länder geht und die dann auch die Luxussteuer auf Neuwagen haben und deswegen die Gebrauchtwagen suchen. Ja, aber ja, das nochmal so als kleiner Hinweis. Da war ich doch sehr überrascht, dass eben die Autos hier in Deutschland niemand kaufen will. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich würde dann auch Gebrauch kaufen. Gut, vielleicht nicht für den Preis, aber ja, das nochmal so als kleine Zwischenmeldung. So, Freunde, ja, ihr seht, ich sitze wieder im Auto. Ja? Nicht, weil sie zu wenig geboten haben, aber es ist alles ein bisschen komisch. Es ist wirklich anders wie früher. Also man merkt schon, ja, es sind wesentlich mehr Teslas jetzt auf dem Markt, als es früher je war. Und es ist jetzt wirklich so, dass der mir gesagt hat, ja, sie kriegen heute noch eine E-Mail und dann steht drin, ob es bei den 40.000 Euro bleibt. Also wirklich anders wie sonst. Vielleicht macht das auch jede Filiale ein bisschen anders wie diese hier. Wenn ich dann noch an den blauen denke, da war ja alles völlig easy. Auto angeguckt, Preis bestätigt, dort gelassen, unterschrieben und Geld bekommen. Ja, jetzt war es natürlich nicht so. Ich habe mich jetzt entschieden, das Auto dort zu lassen. Die geben es nochmal in der Auktion. Er war sehr optimistisch, dass der Preis eher steigen wird, als er sinken wird. Bin ich echt mal gespannt. Hätten euch den Haken, dass ich jetzt Tesla nochmal vertrösten muss. Heute ist Mittwoch und ich hatte ihnen gesagt, am Freitag überweise ich das Geld. Ja, weil ich davon ausging, Freitag war das Geld auf meinem Konto gewesen. Das geht nun nicht. Das heißt, ich muss noch Tesla heute anrufen oder morgen geht auch noch. Ich muss denen sagen, Leute, es verschiebt sich noch ein bisschen. Habt noch ein bisschen Geduld. Für alle, die es nicht wissen, sobald die Rechnung bei euch im Account liegen habt, steht dann drin, dass ihr nur noch 72 Stunden Zeit habt, die Rechnung zu bezahlen. Das war bei mir ja schon vor Woche Donnerstag, glaube ich, wo die Rechnung im Account lag. Ja, ja, gut, bin ich mal jetzt gespannt. Sie müssen warten, haben sogar keine andere Wahl. Ja, da bin ich echt mal gespannt und bin auch etwas sehr verwundert, dass es doch alles ein bisschen anders abläuft. Könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es vielleicht nächstes Jahr dann doch nicht mehr so einfach wird, einen Tesla zu verkaufen. Aber ja, dann ist es so. Ich meine, wenn ich jetzt behalten müsste, wäre ich auch nicht so traurig. Ich meine, klar, man hat sich jetzt eingestellt, das Auto geht jetzt weg, es kommt ein neues Auto her. Aber ich bin ja ansonsten wirklich extrem zufrieden. Also was will man mehr? Und ich kann mir überhaupt völlig problemlos vorstellen, das Auto weiterzufahren. Zum Beispiel auch einen Haufen Ärger, also nicht Ärger, aber einen Haufen Rennereien erspare mit Zulassen, Versicherung und etc. Ja, okay, das war jetzt der Stand. Ja, jetzt fahre ich wieder nach Hause. Kann quasi noch 2 Tage rumfahren und darf nicht mehr wie 500 Kilometer fahren. Ja, und sobald natürlich eine Mail bei mir im Account erscheint, ja, dann werdet ihr davon natürlich zuerst erfahren. Ja, also fahren wir wieder nach Hause und ja, warten mal auf die E-Mail dazu. Ja, ich mache mal noch nicht Schluss mit dem Video hier, denn ich hoffe ja, dass vielleicht heute noch die E-Mail kommt und mach's mal der Grundpreis vielleicht bestätigt wird und dann wird das Video enden, beziehungsweise erst jetzt auch natürlich verkauft ist. Ja, okay, so viel zum aktuellen Stand.
Ja, so liebe Freunde, das war's. Ich mache jetzt das Abschlussvideo. Ja, ich habe heute noch keine E-Mail bekommen, aber gut, ich war erst heute 6:30 zu Hause und ich glaube nicht, dass da noch eine große Auktion stattfindet. Also ich bin insgesamt doch ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mich nur darauf eingerichtet, das Auto heute abzugeben. Ja, ich hätte es abgeben können für 40.000, aber die gehen wirklich davon aus, dass da noch ein bisschen was dazukommt in der Auktion. Ja, nun, ja, werde ich alles verschieben müssen. Das heißt, ich werde morgen Tesla anrufen und sagen, hey Leute, mit dem Geld, das dauert noch ein Weilchen. Und ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Aber ja, das war der erste Versuch. Und wenn ich dran denke, wie völlig problemlos das damals bei meinem blauen Tesla gegangen ist, das war ja echt, ich habe das Fahrzeug hingefahren, die haben sich angeguckt, haben mir gesagt, okay, haben wir den Preis im Grunde 2 Tage später, hatte ich den Preis auf dem Konto, das Geld, und dann war alles geritzt. So hatte ich es mir auch vorgestellt. Aber ja, oft kommt es anders, als man denkt. Ja, okay, ich würde sagen, das war die erste Aktion. Jetzt werde ich mal gucken, wie viele E-Mails eintrudeln bei mir mit Angeboten. Da bin ich ja echt mal gespannt, ob sie jetzt die 2 Tage länger warten wirklich lohnen. Ich hoffe, dass es so ist, weil ansonsten wäre es schade um die 2 Tage, die ich da verliere. Aber ja, da bin ich echt mal gespannt. Ja, okay, das war's mit dem Video. Ich hoffe trotzdem, dass es für euch ganz interessant war, euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, einmal den Daumen nach oben klicken, ganz wichtig. Und natürlich abonniert meinen Kanal, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Ja, also im nächsten Video dann werden wir uns mal die ganzen Angebote oder gar keins anschauen. Ihr werdet dabei sein und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ja, alles klar, dann euch noch viel Spaß im Netz und bis zum nächsten Mal. Ciao.